Hallo zurück bei der Fußballweltmeisterschaft 2014. Es ist mal wieder soweit. Wir schauen uns wieder ein neues Spiel an. Dieses Mal zwischen Iran und Nigeria. Ja, und somit auch eine neue Gruppe. Und ja, mit den zwei beiden Mannschaften haben wir mal wieder ein sogenanntes Kellerduell, würde ich sagen. Ja. Ja, was haben wir hier? Wir haben Platz 37 gegen Platz 44 der Weltrangliste. Also das klingt nicht nach vielen Toren, oder wie siehst du das? Ja, ist das schon wieder die Aufforderung, dass ich tippen soll? Ja, da habe ich gut versteckt, oder? Ja, sehr, sehr, sehr unauffällig. Ich denke trotzdem, das sollte eigentlich eine ziemlich klare Sache sein. Nigeria sollte das eigentlich gewinnen. Und ich glaube auch deutlich mit 2-0. Okay, da wage ich dann mal bei einem anderen Tipp und tippe auf ein 1-0 für Iran. Oh, das ist exotisch. Ja, ich war erst am Überlegen, ob ich ein Unentschieden wähle, aber Mit dem Hut, da sieht man nichts. Gut. Ich dachte mir ein Unentschieden, weil irgendwie, ja, wenn beide Mannschaften nicht zum Zuge kommen, steht es 0-0. Aber ich dachte mir, ach, irgendwie einer kriegt man schon eins rein. Und außerdem, Unentschieden sind langweilig, weil kein Mensch braucht das. Iran mit einem 4-5-1. Ja, die haben ja gleich zwei Busse mitgebracht. Ja, die Busse sind wieder da. Und wie wir hier in der Aufstellung sehen, man kennt nicht so wirklich jemanden. Die meisten Spieler spielen sogar in Iran. Und bei Nigeria kennt man schon ein paar mehr. Da spielen ein paar in Chelsea, in Liverpool, bei Lazio. Aber den Großteil der Spieler kennt man eigentlich auch nicht unbedingt. Und auf alle Fälle geht es jetzt los. Iran spielt in gute Frage. Weiß, glaube ich. Iran ja, genau. Ist weiß und Nigeria in dunkelgrün. Und es geht direkt los. Ja, Nigeria spielt so ein bisschen in den Tarnfarben, weil wenn die unten in den Schatten rumlaufen, man sieht sie gar nicht so wirklich auf dem Rasen. Wollen sie wohl sich verstecken, aber oh, was macht denn hier Iran? Ja. Abseits? Ich denke ja. Ja. Ja, richtig. Richtige Entscheidung, aber knapp. Also war eine schöne Chance, die sie hier hatten. Ja, ist ja immer gut, wenn ich auf Nigeria tippe und Iran die ersten Chancen hat. Ja. So, ein Foul für Freistoß für Nigeria. Aber ein harmloses Foul und keine weiteren Konsequenzen. Ja. Also das Stadion, was wir hier haben, ist ja so eine Multifunktionsarena, so ein bisschen. Es eignet sich zum Beispiel als Schattenspender. Ja, das ist richtig. es nervt ein bisschen so das Licht hier. Da sind die Abendspiele wahrscheinlich ein bisschen besser. Mhm. Und Iran läuft schon wieder drauf. Das wird gefährlich. Das wird sehr gefährlich. Da hat er wohl daneben geschossen. Das wird fast so, ja. Und es war knapp. Da hängt der Ball dann in der Werbebande fest. Also war wohl ein starker Schuss. Ja, und irgendwie kriegen wir diesen Schuss jetzt öfter zu sehen. Yep. Die Weltregie findet ihn wohl sehr interessant. Ja, dann drücke ich mal eine Taste, sonst. Da hier ist nur so eine Taste. Also das ist wie so ein roter Button, da kann man drauf drücken. Um der Weltregie mal zu sagen. Und dann sagen wir: Hallo Regie. Gib das Spiel mal wieder frei. Ja, gib das Spiel frei. Gut. Dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Also Iran ist jetzt hier in der Anfangsphase des ja doch am Drücker, aber ja, ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll mit meinem Tipp, wie du schon meintest. Ja, ja. Gut, also die Nigeria-Fans hier sind noch frohen Mutes und auch wenn man noch von Nigeria nicht so viel gesehen hat. Natürlich ist es auch immer eine taktische Sache. Die Spieler von Iran sind vielleicht nicht so gut, aber vielleicht ist deren Taktik einfach gerade besser. Ich frage mich gerade, ob ich hier deutsche Sprechchöre gehört habe, aber ich glaube, ich muss mich getäuscht haben. ja. Ich glaube, die Deutschen sind morgen dran. Die sind morgen dran und da freuen wir uns schon ziemlich drauf. Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt erst bei diesem Spiel und da wollen wir natürlich nicht freiwillig sein. So, ja. Nigeria darf jetzt auch mal wieder angreifen, aber das wurde auch direkt abgeblockt.
Man schweift immer so gerne ein bisschen vom Thema ab, wenn das Spiel gerade nicht so viel hergibt. Und es ist hier auch wieder so ein Mittelfeldgeplänke. Ja, aber... Oh, jetzt vielleicht mal. Es wird zielgerichteter als bei den anderen Spielen, die wir davor hatten. Das oh, das war ein Querflieger. Moses hier könnte schießen, macht's oh, auch. Aber der Torwart reagiert in letzter Sekunde und kann den Ball ins Ausklären. Ja, kurze Ecke, da muss er dran, sonst macht er was falsch. Aber Ecke ist immer gefährlich. Wobei wir noch kein Tor der WM nach Ecke gesehen haben. Und eben sage ich so, und da ist das 1:0. Unglaublich. Moses! Ich sollte öfters sagen, von Sachen berichten, die noch nicht stattgefunden haben. Zum Beispiel hat noch keine Mannschaft das Spiel gedreht. Das ist auch richtig, ja. Aber das klappt nur bei mir. So, also hier ein wunderschöner Kopfball direkt ins Eck. Keine Chance für den Torwart. Ja, da geht aber auch keiner der iranischen Spieler hoch und somit... Nee, das war schlecht verteidigt. Das war sehr, sehr schlecht verteidigt. Ja... Und somit steht es 1:0 für Nigeria. Und Moses hat ein Tor geschossen. Ja, ist nicht über das Wasser gelaufen, sondern über die Abwehr gesprungen. Und jetzt muss Iran schauen, dass sie möglichst schnell ein Tor erzielen. Ich weiß mir nicht. Wenn jetzt aber die Abwehr noch schwimmt, kann Moses da was machen? Naja, ich weiß jetzt nur nicht, ob das gut ist für die Abwehr. Gut, was war das jetzt? Abseits. Wahrscheinlich schon wieder abseits. Oh, wow. Ja, aber doch. Wahrnehmbar. Nur, also, dass der Schiedsrichter wahrgenommen hat, dass der Ball da hingehen sollte. Das ist eine interessante Kamerafahrt. Gut, ich glaube, die Kameramänner sind hier ein bisschen eingeschlafen. Ja, die Kameramänner wussten auch nicht so genau, wo sie jetzt gerade ihren Augenmerk drauf richten sollen. Diese eingeblendete Linie war schon toll. Jetzt kommt Nigeria wieder und jetzt nicht mehr. So, Iran ist versucht anzugreifen. Mit Gul, den Namen, das ist ein Wahnsinnsname. Gushanehat, also irgendwie sowas. So, und jetzt kommt Iran. Kann das eine Chance werden? Schöner Pass, aber am Ball vorbeigelaufen ist der Stürmer da. Ja, da waren sie sich nicht einig, wer den Ball nimmt. Oh, böser Pass, böser Fehlpass. Au, ein ganz, ganz böser Fehlpass. Aber zu wenig draus gemacht. Aber es passiert jetzt noch was. Oh, das dürfte ein Foul, aber erstmal Vorteil. Und das war Abseits, oder? Oh, anscheinend nicht, aber auf der Linie. Genau. Tja, jetzt hätten sie wahrscheinlich gerne lieber den Freistoß. Weil der wäre echt aus einer guten Position gewesen. Ja, wären natürlich Chancen gewesen, aber sie ärgern sich, glaube ich, eher über die Chancenverwertung von diesem Angriff. Aber jetzt, was macht Iran aus einer Chance? Oh, schön, das könnte was werden. Und danach keine Nachschussmöglichkeit. Und ja, damit ist dieser Angriff auch vertan. Oh, Musa auf Oduwamadi und... Ja, der Express geht wieder nach vorne. Moses mit einem schönen Querlieger wird nach oben passen, aber leider nicht im Lauf. Vor WMs müsste man immer 31 Sprachkurse machen, ja, um alle Namen korrekt auszusprechen. Imenike, das geht. Die afrikanischen Namen gehen eigentlich sehr gut. Ja, meistens, aber auch da. Weil man da nicht groß betonen muss. Okay, der Name ist... Viel Spaß dabei, ja. So, was macht er denn jetzt? Schöner Pass nach vorne, schießt aber schon wieder im Abseits. Ja, also die Abseitsfalle. Oh, und es gibt Gelb von dem Foul von vorhin noch. Montazeri von Iran. Ja. Das ist die dritte gelbe Karte jetzt hier im Turnier. Ja, bisher ein echt faires Turnier. Also. Und ich glaube, wir kriegen hier wieder ganz viele Wiederholungen von diesem Abseits. Ja, aber jetzt geht's weiter. Ja, 3 Minuten Nachspielzeit. Ja, doch erstaunlich lange. Eigentlich war doch gar nicht so viel los. Ein paar Wiederholungen. Ja, die Wiederholungen haben die Zeit gefressen, das ist natürlich wahr. So. Also ja, bisher ein unterhaltsames Spiel. Aber auch wieder viel Geplätschere im Mittelfeld. Also richtig, aber immerhin gab es ein paar Chancen. Und also es ist nicht komplett langweilig. Das
Das heißt komplett langweilig, auch das ist nicht langweilig. Auf jeden Fall ist jetzt Halbzeit, die Iraner müssen sich für die zweite Hälfte natürlich einiges vornehmen. Sie müssen mindestens ein Tor schießen und am besten natürlich keins mehr reinkriegen. Nigeria hingegen, ja, sollte auf das zweite Tor gehen, um alles sicher zu machen. Und die Chancen hatten sie natürlich dafür, aber sie mussten sie halt nutzen. Und da hier nochmal dieses wunderschöne Tor, aber auch schlecht verteidigt der Iraner, und das muss natürlich abgestellt werden. Und blub, schon sind wir in der zweiten Halbzeit. Es ist echt unglaublich, wie wenig Erholung die Mannschaften zwischen den Halbzeiten kriegen. Ja. Das waren ja nicht mal eine Minute. Ja, die Nachrichten sind auch ziemlich kurz ausgefallen. Das waren Kurznachrichten. Oh. Ja. Beziehungsweise die Nachrichten sind schon kurz ausgefallen, ja. Was war das für ein Fall? Also die Seitenlinie, glaube ich, wurde gerade neu verlegt und die Spieler haben sie noch nicht gesehen. Ja, die denken wahrscheinlich, das ist Hallenfußball und das Feld endet an der Bande. Oder vielleicht sind die so geblendet, weil wir haben hier immer noch diesen Schatten. Ja, sie laufen jetzt in die andere Richtung und schon wieder raus. Also, ist ja... Ja, also, interessant. Dann meint man fast, sie kommen mit der Hitze nicht klar. Aber eigentlich sind das zwei Mannschaften, die Hitze gewöhnt sein sollten. Aber natürlich auch hier wieder subtropisches Klima und halt nur Hitze ist doch ein großer Unterschied. Vielleicht haben sie doch einen Sonnenstich bekommen. Ohne Linie, da schieße ich mal den Ball drüber. So, jetzt hier, Nigeria, jetzt einen schönen Pass nach vorne, aber ja, wollte nicht. Du meinst, der Trainer hat sich unklar ausgedrückt, als er meinte, bringt den Ball über die Linie. Ja, das ist... Ja, aber welche? So, jetzt große Chance. Was machen sie da? Und kommt er da ran? Ja, aber der Torwart hat sich da zwischengeschmissen. Unter Einsatz seines Lebens. Und so. Seine Gesundheit. Das war nämlich, also wenn er da unter den Fuß des Angreifers kommt, das kann böse enden. Absolut. Aber es ging alles nochmal gut und... Ja, Iran ist halt wieder am Ball. Na, Iran fängt jetzt an, ein bisschen mehr zu pushen, müssen sie auch. Ja, der war schön. Aber ziemlich knapp. Und jetzt aber der Verteidiger hat Amt aufgepasst. Ja, Nigeria spielt jetzt auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer. Das spricht sich wohl rum, dass dieses Konzept gar nicht so schlecht ist anscheinend. Das haben wir schon bei mehreren Mannschaften gesehen. So, aber Nigeria jetzt... Vom Tor, passt aber wieder zurück. Und böser Fehlpass, aber... und auch der Klärungsversuch hatte keinen Erfolg. Und jetzt ist er oben wieder komplett den freien Spieler. Was war das denn? Oh mein Gott. Haben sie definitiv nicht das Beste aus dieser Situation gemacht. Und schlägt jetzt Nigeria zu. Sie gehen auf jeden Fall mal jetzt zielgerichteter nach vorne. Jetzt müsste eine Flanke kommen. Kommt auch und Tor 2:0 Opuamadi im Nachschuss, da hat der Torwart aber nicht gut ausgesehen, den muss er anders wegfausten oder irgendwie sowas. Ja, doch, und ja, ich denke fast, das war's, davon wird sich Iran nicht mehr erholen, und ja, da rächt es sich wieder vorne die Großchance, die sie nicht richtig zu Ende spielen. Und hinten schlägt Nigeria eiskalt zu. War auch schön im Team gespielt, dass der Spieler, der da nah am Ball war, Platz gemacht hat für den ranrasenden Spieler. Ja. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Ja, und jetzt haben wir noch 20 Minuten zu spielen. Iran, die sich gerade so ein bisschen nach vorne aufgemacht haben. Ja, aber sie probieren es noch weiter. Also, sie haben sich noch nicht ganz aufgegeben. Das nicht. Ja, auch wenn der Ball nicht wirklich dahin kam, wo er sollte. Ja, und auch hier wieder nicht präzises Spiel. Aber sie haben nochmal Glück und es gibt nur einen Einwurf. Oder noch einen Einwurf, um genau zu sein. Hier bahnt sich, glaube ich, ein Spielerwechsel an. Ja. Ogu kommt für den Torschützen. Zum 2:0. Der soll wahrscheinlich geschont werden fürs nächste Spiel. Ja, macht Sinn beim Stand von 2:0. Aber die Abwehr sollte natürlich aufpassen, dass es bei diesem Spielstand bleibt. Und
da ist ein Iraner liegen geblieben. Hat der sich verletzt oder ja, hat er sich einfach nur geärgert, dass er nicht mehr aus dieser Situation gemacht hat? Das Spiel geht auf jeden Fall weiter. Aber auch hier sehen wir das wieder. Iran spielt ja gar nicht schlecht und kommt auch nach vorne. Aber irgendwie, sobald sie im Strafraum sind, haben sie irgendwie so eine Allergie und sie wollen nicht mehr. Ja, beziehungsweise schaffen es einfach nicht, den Ball unterzubringen. Mhm. Und jetzt schon wieder eklatante Abwehrschwächen. Mit Mühe und Not versuchen sie ihn rauszustochern, klingt aber nicht. Und da war fast das 3:0. Ja, und stattdessen haben wir einen Wechsel. Die Jaga kommt rein. Und er spielt übrigens bei Fulham. Also einer der wahrscheinlich bekanntesten iranischen Spieler. Ja, auf alle Fälle. Und vielleicht jetzt. Rechts ging einer völlig frei, aber wurde übersehen. Wow. Mutige Abwehr. Da riskieren sie jetzt gerade noch so ein bisschen was, aber ja, noch 5 Minuten zu spielen und eine 2:0 Führung, da kann man schon mal übermutig werden. Oder unkonzentriert, das passiert ja auch öfters mal, aber da wird nichts mehr anbrennen, nur noch 2 Minuten reguläre Spielzeit zu spielen und sie spielen jetzt ein bisschen auf Ballbesitz, was ja legitim ist. Ja, ich meine, was sollen sie auch noch machen, weil sie führen sicher, sie kriegen 3 Punkte und damit ist ja schon mal... Die müssen von mir aus gar nichts mehr machen, weil ich habe 2:0 getippt. So gesehen bin ich vollkommen zufrieden momentan. Okay, dann sollten sie was machen. Hört ihr auf. 3 Minuten gibt es als Nachspielzeit. So. Und mal schauen, schaffen sie es noch? Emenike nochmal mit einem Schuss und 3:0. Verdammt. Ja, da geht Iran gerade unter. Die sind, glaube ich, jetzt sogar fast froh, dass das Spiel gleich aus ist, weil, ja, so haben sie sich das nicht vorgestellt. Aber schöner Schuss aus der Drehung und direkt ins Eck, da kann der Torwart nichts ausrichten. Ja, wurde aber auch komplett wieder mal von seiner Abwehr allein gelassen. Ja, Iran hat mal wieder das typische Problem, vorne kriegen sie die Bälle nicht rein und hinten, ja, ist die Abwehr nicht stabil genug, um dann die gegnerischen Gegenangriffe zu unterbinden. Und somit gewinnt Nigeria mit 3:0 gegen Iran. Durch die Tore von Moses, Oduamadi und Emenike. Und ja, verdienter Sieg eigentlich. Iran hatte vor den Toren nicht wirklich Chancen. Vielleicht ein bisschen hoch ausgefallen. Mir ist es ein bisschen zu hoch. Also verdient schon, aber nicht in diesem Maße. Vielleicht ein 1:0 fände ich gerechtfertigt. Aber ein 3:0 klingt deutlicher, als das Spiel eigentlich ablief. Ja, und dann freuen wir uns gleich auf das zweite Spiel und da melden wir uns gleich wieder. Wir werfen, glaube ich, jetzt noch kurz einen Blick auf die Highlights. Ach so, na gut. Falls die Regie sie uns einspielt. Irgendwann mal. Wenn nicht, ja, dann... Müssen wir uns in die Werbung verabschieden? Jetzt sehen wir sie. Okay, wunderbar. Also hier. Naja, nicht so wirklich eine Chance. Das war die erste Chance für Iran eigentlich. Da hätten sie in 1:0 in Führung gehen können. Und dann fing Nigeria langsam an zu spielen. Genau. Hier mit der Ecke das 1:0. Sehr schöner Kopfball. Präzise rein. Und das hier nochmal. Ja, viele Chancen und da auch schon das 2:0. Schönes Tor immer noch. Und natürlich hier nochmal einen schönen Fernschuss, der knapp vorbeiging. Also von den Chancen her hatte Nigeria schon einige gute Chancen. Ja, und dann natürlich hier noch das abschließende 3:0. So, und damit verabschieden wir uns für dieses Spiel und sehen uns dann beim nächsten.
Hallo zur nächtlichen Stunde hier im Stadion von Rio, dem weltbekannten Maracana. Und hier treffen ja zwei Mannschaften aufeinander, die... Zwei nennen wir es Mannschaften. Oder so. Ich wollte eigentlich sagen, die jetzt nicht unbedingt so vergleichbar sind. Auf der einen Seite Argentinien, auf der anderen Seite Bosnien-Herzegowina. Und ja, also Weltrangliste Platz 7 gegen Weltrangliste Platz 25. Und ja, natürlich Argentinien auf Platz 7. Ja, da schauen wir mal, was dabei herauskommt. Da sind wir schon wieder bei den Tipps. Ja, ich glaube, du bist dran. Ich bin dran, ja. Also ich denke, diesmal soll es eindeutig für Argentinien sein. Bosnien hat natürlich starke Spieler, vor allem auch mit vielen Bundesligaspielern vertreten. Aber ja, die Klasse von der Argentinier, glaube ich, macht doch, gibt doch den Ausschlag. Also ich tippe auf 2-0 für Argentinien. Okay, und ich sage 3-0 für Argentinien. Wolltest doch nur nicht dasselbe tippen wie ich. Hätte ich eh nicht. Ich habe überlegt, ob ich den Bosnier noch ein Tor gönne, aber habe mich dann dagegen entschieden. Also 2-0 und 3-0. Und hier nochmal einen schönen Blick auf das Maracaná-Stadion, das groß umgebaut wurde. Die Startelf von Argentinien, ja, natürlich mit Messi im Mittelpunkt. Aber auch Di Maria ist mit dabei, Agüero, Higuan und so weiter. Also gut ausgerüstet. Und dagegen haben wir Bosnien-Herzegowina, die ja auch nicht schlecht sind. Also Simovic, Dzeko, Ibisevic ist dabei. Also viele Namen, die man kennt. Und schon geht's los. Argentinien spielt hier in den hellen Trikots, weiß und hellblau. Und Bosnien in den dunklen Trikots. Blauen, genau. Ja, so kann man es auch nennen. So. Ja, mal schauen, wer anfängt. Ich wäre ja fast, wenn ich mir meinen Tipp so beachte, dafür, dass Bosnien anfängt. Naja, Argentinien hat ja schon mal wunderbar den Ball ins Ausgespielt. Das ist ein hübscher Hut. Der arme Fußball. Der arme Fußball, ja. Ich bin mal sehr gespannt auf dieses Spiel, weil beide Mannschaften eigentlich sehr offensiv eingestellt sind und sehr gute Offensivkräfte haben. Daher bin ich sehr, Erwartungshaltung ist sehr groß bei mir gerade. Ja, ich denke auf jeden Fall, wir werden Tore sehen. Also wenn dieses Spiel 0-0 ausgeht, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Dann hat der Schiedsrichter sich verpfiffen oder sowas. Oder die Torhüter waren so gut. Ja, das könnte natürlich auch der Fall sein, aber ja. Gerade hier, Argentinien im Angriff und... Argentinien hat es nicht so mit der oberen Auslinie. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Ein paar Mal. Ist wohl... Ja, die sollte vielleicht mal genauer gezeichnet werden. Oh, ein Fehler. Gruber Schnitzer kann Bosnien-Herzegowina davon profitieren. Über Pranjic. Der... Das dürfte abseits gewesen sein, aber der Schiri pfeift nicht, weil Argentinien ja wieder mittlerweile am Ball ist. Lieber Messi, einen Angriff einleiten, aber irgendwie wollte der Spieler da nicht zum Ball gehen und dann dachte der Bosnier, gut, dann nehme ich ihn halt. Genau. Ja, schauen wir mal, also bisher haben wir noch nicht wirklich Torszenen gesehen. Aber das könnte jetzt passieren. Schöner Querpass von Messi Agüero. Und Nachschuss und Tor! 1-0 von Di Maria. Ja. Also eigentlich genau das, was wir erwartet hatten. Ja, also ein bisschen glücklich, weil der Ball natürlich ja für ihn sehr gut abgeprallt ist, aber schönes Tor. Absolut. Und ja, hier wird auch absolut gefeiert in Argentinien. Und da war natürlich der Weg zum Tor komplett frei. Da war es ja eigentlich gut, dass er den Ball nicht gescheit getroffen hat. Ja, könnte man ihm fast so sagen. Und da wirft er sich noch rein, aber schafft es nicht mehr, den Ball irgendwie zu erreichen. Die Maria mit dem 1-0 für Argentinien. Und ja, das hat sich Bosnien sicherlich anders vorgestellt. Ja, die sind jetzt natürlich gefordert und müssen ihrerseits
stürmen, um ein Tor zu erzielen. Aber gegen Argentinien wird das nicht so einfach. Ja, vor allem, weil die... Oh, das war nicht so gut. Argentinien ist halt extrem konterstark. Sie haben vorne so viele gute und schnelle Spieler. Das heißt, sie können sich auch wirklich auf die Defensive konzentrieren und wissen genau, vorne haben wir die Qualität, die wir brauchen. So, Aguero mal wieder. Läuft diesmal nach innen. Schlechter Pass, aber nichts passiert. So, und Argentinien versucht es wieder über rechts außen. Pass rein und nochmal raus. Und vielleicht jetzt eine Flanke. Ja, geht erstmal zur Eckfahne. Liegt nochmal hinter Fernandes. Der kommt nicht durch. Jetzt auf Mascherano. Der passt in die Mitte. Messi. Zu Messi. Der kann sich aber... ein Schuss von dir, Maria, aber übers Tor. Da will er wohl ein zweites Tor schießen, aber war gar nicht so schlecht. Sah ein bisschen unglücklich aus. Ja, hier die Aufbauarbeit von Bosnien ist jetzt aber irgendwie auch nicht mehr so zielgerichtet und wirkt etwas löchrig. Die Maria mal wieder. Tanzt da oben ein bisschen herum. Ja, also die müssen jetzt aufpassen. Sonst... gehen sie vielleicht noch runter. So, die wollen da oben gar nicht mehr weg irgendwie. Nee, das sieht nicht so aus. Und so, Aguero wieder am Ball. Von den Bosnien geht auch niemand entschieden hin, aber das war ein klarer Stoppfehler. Und wieder mal rollt der Ball oben über die Auslinie. Ja. Und fast schon wieder. Nee, diesmal geht's. Und dann spielen wir jetzt dieses lustige Spiel gleich weiter. Oh, das sah fast ein Foul aus, aber ich glaube, der Spieler steht wieder, also ist alles. Direkter Schuss von da. Gut gehalten vom Keeper. Und vielleicht jetzt mal ein Konter der Bosnier über Ibisevic. Ja, der kann nicht durch, muss Tempo rausnehmen, passt jetzt auf Dzeko. Der wieder zurück zu Ibisevic. Und Fernandes fängt den Ball ab und jetzt geht es Argentinien ganz ruhig an. Kann jetzt hier erstmal in der eigenen Hälfte den Ball kontrollieren. Und schaut sich an Mascherano, was er machen kann. Raus zu Rojo, der zu Aguero. Der hat irgendwie vorne keine Anspielstation, spielt zurück zu Higuain. Fernandes wieder in der Mittellinie und da ein kleiner Fehler und Bosnien ist am Ball. Hat jetzt eigentlich nicht mehr viele Spieler vor sich gehabt, aber musste ein bisschen Tempo rausnehmen. Und jetzt wird es natürlich wieder eng. Und Ibisevic hat den Ball verloren, aber immerhin einen Einwurf wieder bekommen. Und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Argentinien am Ball, Aguero. Und mal schauen. Von Messi haben wir noch nicht viel gesehen. Vorhin diese etwas verunglückte Torchance. Aber ich glaube, der war auch beim Torabwocher beteiligt. Also indirekt. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Er hat zugeschaut. Das war auf jeden Fall ein schöner Pass. Gut gerettet vom Verteidiger. Und da sind wir dann schon in der Halbzeitpause. Argentinien, Bosnien 1-0 zur Halbzeit. Von Bosnien haben wir nicht so viel gesehen. Nee, nur die Abwehr. Und das hat uns eigentlich auch nicht so wirklich gut gefallen. Nee, das... Und Argentinien nimmt es teilweise ein bisschen locker, wo wir immer dann oben an der Seitenlinie rumlaufen. Hier nochmal der war Schuss. Der war knapp. Yeah. Hier sehen wir es. Ja. Hätte auch gut reingehen können. Ja. Eine schöne erste Hälfte. Zumindest von Argentinien. Das haben wir eben in der Statistik auch gesehen. Bosnien, kein Schuss aufs Tor. Argentinien dagegen 6. Also hochverdiente Führung für Argentinien auf alle Fälle. Und das, obwohl Argentinien sich in der Abwehr 2 ziemlich eklatante Fehler geleistet hat, die aber Bosnien nicht ausnutzen konnte, um zumindest zum Torschuss zu kommen. So, hier hat Di Maria jetzt gerade den eigenen Mitspieler übersehen, sodass eine gute Torchance ausblieb. Aber vielleicht einfach mit der Brechstange oder so ähnlich. Das Abseits oder genau rechtzeitig. Und das dürfte Eckball geben. Genau. Also 6, da sehen wir es nochmal. 6-0 Torschüsse für Argentinien. Und jetzt kommt vielleicht ein Kopfball dazu. Kam sogar. Aber nicht offiziell ein Torschuss, weil er gar nicht offen
aufs Tor ging. Da war der Verteidiger davor dran. So, jetzt ist Bosnien wieder im Angriff und versuchen irgendwie durchzukommen. Aber Argentinien hat sich natürlich sofort wieder aufgestellt und es wird schwer. Ja, Dzeko. Versucht's mal. Ja, schlägt sich durch und. Da hatte der Torhüter Glück, ist unterm Ball oder überm Ball gesprungen. Er war zu weit weg, aber sah natürlich spektakulär aus. Ja, aber. So hätte er da gar nicht hinspringen müssen, aber sicher ist sicher. Damit haben wir den ersten, Schuss von Bosnien gesehen. So, mal schauen, was Argentinien macht. Also die haben das Zeug, die haben die Qualität locker, um hier auf das 2:0 gehen zu können. Und das sollten sie auch machen. Wenn sie das nicht machen, ich bin mir sehr sicher, dass Bosnien noch etwas aggressiver werden wird. Das auf jeden Fall, weil die werden... Boah. Was ist denn hier los? Chaos im eigenen Strafraum. Oh. Aber ja, Mascherano kann es nicht nutzen. Und oh, knapp vorbei. Ja, da ärgert er sich. Der Ball ist zwar im Tor, aber... Na, hinterm Tor drauf. Ja. Higuaín geht raus. Palacio geht rein. Mal schauen, was der so bringt. Aber spektakuläre Szene. Torwart, zwei Spieler fallen über ihn. Ja, also dass sich da niemand verletzt hat, da hat man nur Glück gehabt. Und dass da keiner ein Tor geschossen hat, das kommt ja noch dazu. Ja, also auf jeden Fall großes Chaos. Und ja, auf einmal Glück gehabt für Bosnien. Aber Argentinien ist sofort wieder im Angriff. Also das wird jetzt echt schwer für Bosnien, dass sie hier noch den Ausgleich erzielen. So, Di Maria mal wieder. Passt ja auf Messi. Und der dribbelt ein bisschen rum. Mal schauen, ob er noch was macht. Will auch niemand ihn wirklich angreifen. Jeder denkt sich hier... Bringt eh nichts. Ja. Ich will nicht schlecht aussehen. Ich begleite den einfach nur. Soll mal wer anders rangehen. Wow. Und was war das denn? Also... Dieser Ball kullerte ja eher, aber der Torhüter hatte doch große Probleme, den Ball zu kontrollieren. Ja, ein langsamer, gefährlicher Schuss. Zumindest in die Gegenlaufrichtung vom Torwart. Daher, ja, das war wahrscheinlich das große Problem, aber er ist ja dran gekommen. Aber Argentinien ist schon wieder am Ball. Also das heißt schon immer noch. Ja, und die spielen gerade so ein bisschen Handball, habe ich das Gefühl. Also schön um den 16er rum. Und jetzt vielleicht mal einen Befreiungsschlag von Bosnien, aber landet direkt wieder bei einem Argentinier. Die kriegen keine Luft, also, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die ein Tor schießen wollen, weil die laufen so oft da vorne rum, ohne zu schießen. Und da ist es. Ja, wollen sie. Ja, wollen sie, richtig. Das war 2:0 durch Agüero. Und, ich würde sagen, das war das vorzeitige Knockout für Bosnien. Ich denke auch. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da nochmal zurückkommen. Ja, vor allem nachdem es auch absolut nicht so aussah in der letzten Zeit, als ob sie überhaupt fähig wären, ein Tor zu schießen. Hatten die überhaupt in der zweiten Halbzeit irgendeine Gelegenheit mal Richtung Tor? Ja, eben den Kopfball. Dieser schwache Ding. Aber der war ja auch kein Torschuss, es war ja ein Kopfball. Torball. So ähnlich. Ja, also das war auch ein schönes Tor, muss man auch sagen. Auch schön. Ja, nicht. Weit weg. Ja, also hab genau gesessen. Genau. So, also Bosnien versucht es jetzt natürlich nochmal. Raus auf Dzeko, der versucht irgendwie mal unterbringen, kommt irgendwie zu Misimovic, der zurück zu Dzeko. Und der steht frei da rum und Pfosten. Der war Außenpfosten. Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Ja, das ist natürlich ja ärgerlich, dass wenn sie schon mal die Chance haben und eigentlich frei vom Torhüter sind, dass sie es trotzdem nicht schaffen. Doppelwechsel. Perez kommt für Fernandes und Ibiricic kommt für... Misimovic. Ja, da wird auch schon ein bisschen geschont, würde ich sagen. Mal schauen, ob Argentinien noch einen nachlegen möchte. Nachdem sie ja schon beim 2:0 nicht so gewirkt haben, als wollten sie noch unbedingt. Ja.
bin ich mir nicht so sicher, ob sie halt 3-0 noch wollen. Auf der anderen Seite, jetzt können sie es natürlich riskieren. Oh. Messi, schön gestoppt, Wahnsinn. Messi macht gerade mit dem Gegner, was er will. Aber das ist nichts Neues bei Messi. Der spielt ja auch mal gerne einen Doppelpass mit dem Gegner, ohne dass der Gegner das mitkriegt. Mich würde jetzt so eine Heatmap interessieren, wo die Spieler immer waren. Die waren ja komplett... Oh, jetzt hier Agüero. 3-0 für Agüero. Das freut mich. Naja, also der zweite Treffer von Agüero. Ja, das sah eigentlich recht einfach aus, gell? Ja, hier, also viel zu einfach. Da interessiert sich ja überhaupt kein Gegenspieler für ihn. Kann da eigentlich die Ecke sich fast aussuchen und ja... Schießt dann natürlich überragend. Der Mitspieler lockt den Verteidiger dann auch nochmal weg, sodass er die Lücke öffnet. Und stolpert dann gleich noch über den Torhüter. So, schafft passiert. Es jetzt... Was passiert denn da vorne los? Schafft es jetzt Bosnien vielleicht doch noch zumindest einen Anschlusstreffer zu erzielen, um nicht ganz sang- und klanglos hier unterzugehen? Das wäre ihnen doch zu wünschen. So, aber sie sind zumindest mal vorne. Vielleicht jetzt hier mit einem Kopfball, aber nicht weit genug. Da. Ich fürchte, das bleibt bei diesen einen, bei dieser einen Torchance in dem Spiel. Ja. Oder legt Argentinien vielleicht noch einen drauf? Ja, die haben auf jeden Fall noch Lust. Und das ist keine gute Nachricht für Bosnien. Ja, das ist wahr. Das höchste Ergebnis war ja bisher das 4-0. Und das war's dann auch schon. Und somit gewinnt Argentinien mit 3-0 gegen Bosnien-Herzegowina. Und zwei Tore von Agüero und eins von Di Maria. Ja, und hier die Bosnier sind natürlich vollkommen enttäuscht. Sie wissen, was sie für einen Kader haben, dass sie gar nicht so schlecht sind. Ja. Aber das konnten sie heute absolut nicht zeigen. Die Argentinier haben ja sie nur vorgeführt. Ja, ich war auch besonders enttäuscht eigentlich von der Offensive. Da sind große Namen dabei und alle haben eigentlich absolut nicht ihre Leistung abgerufen und das muss sich jetzt ändern für die nächsten Spiele, damit sie noch Chancen haben, in die K.O.-Runde zu kommen. Genau, und während wir hier nochmal die Wiederholung sehen, werfen wir natürlich mal wieder einen Blick auf die Tabelle. Interessant, denn Nigeria ist zusammen mit Argentinien auf Platz 1, beide haben 3-0 gewonnen. Und Iran sowie Bosnien sind eben auf dem dritten Platz mit jeweils 0 Punkten. Das ist auch das erste Mal, dass wir hier diese Tabellenkonstellation haben, dass zwei Mannschaften gewonnen haben. Bisher war immer ein Unentschieden dabei, oder? Also eine sehr torreiche Gruppe. Ja, stimmt. 6 Tore in zwei Spielen. Das kann gern so weitergehen. Das Schöne ist, die spielen ja auch noch gegeneinander, also untereinander. Das heißt, eine sehr offensivreiche Gruppe. Ja, absolut. Ja, und dann sehen wir uns hier nochmal das 3-0 an. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und freuen uns schon auf die deutschen Spiele. Ja, das wird jetzt, da geht es jetzt so richtig los mit Spannung. Hoffen natürlich, dass unsere deutsche Mannschaft möglichst weit kommt, aber es wird ein schwerer Weg. Ja, vor allem ist auch die Frage, sind alle fit und sind alle auch in einem sehr guten Zustand und haben sie ihre Form? Das ist die große Frage, aber wir werden das morgen sehen. Genau. Und darauf freuen wir uns. Absolut. Und damit wünschen wir eine gute Nacht. Und sehen uns dann morgen. Genau. Schland. Bis dann. Rio signing out.